Jana Wosnitzer steht auf Sport. Jetzt aber geht die Sportjournalistin einen Schritt weiter. Sie rückt von der Moderatorinnenposition in die Rolle der Akteurin und startet in der 17. Staffel von Let's Dance. Jana Wosnitzer erlebte den Darts-Wahnsinn im Alley Pally, plauderte mit Fußballgrößen im Doppelpass und bringt uns aktuell die NFL, National Football League, nahe. Jetzt wagt sie sich auf das Tanzparkett von Let's Dance, die Vorfreude könnte wirklich nicht größer sein. Sagt Jana Wosnitzer, die wie ihr Vater und ihr Bruder Vereinsmitglied beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist. Let's Dance, Kandidatin Jana Wosnitzer über ihren Beziehungsstatus. Ich bin sehr neugierig, was mein Tanzpartner so aus mir herauskitzeln kann, verrät die zierliche Kölnerin. Jana misst 1,61 Meter in einem Video auf Instagram. Dort hat sie inzwischen 124.000 Follower. Stand Januar 2024. Jana Wosnitzer im Steckbrief, geboren am 7. Oktober 1993 in Köln. 2012. Abitur am Aposteln-Gymnasium in Köln-Lindenthal. Nach dem Abitur studiert sie Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Auslandssemester an der San Diego State University, USA, mit Schwerpunkt Journalismus. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitet das Vereinsmitglied des 1. FC Köln in der Medienabteilung des FC Bayern München. 2018 bis 2020, Volontariat bei Sport1.2019, Moderation Fun Talk auf Sport1.2021, Moderation der Darts WM, Co-Moderatorin Doppelpass. 2023, Wechsel zu RTL, Moderation von verschiedenen Sportübertragungen, insbesondere NFL, so offen und ehrlich Jana Wosnitzer auf Fragen antwortet, eine Sache behält sie weiterhin für sich, ihren aktuellen Beziehungsstatus. Dieses Stück Privatsphäre möchte ich mir bewusst bewahren, erklärte Jana, die ebenfalls einmal verriet, dass sie sich ihren kölschen Dialekt fürs Fernsehen abtrainiert habe. Der ein oder andere kölsche Fluch könnte ihr angesichts des bevorstehenden Trainingsmarathons auf dem Tanzparkett dann dennoch entweichen. Und sollte der ein oder andere Giftpfeil aus der Jury fliegen, dürfte das kein Problem werden. Schließlich hat sie im Alley Pally bei der Darts WM ganz andere Kaliber überstanden. Am meisten reizt mich die sportliche Herausforderung. Es wird ganz bestimmt sehr herausfordernd und eine einmalige Zeit. Ich freue mich, die Let's Dance-Familie kennenlernen zu dürfen und bin gespannt, was an Tanztalent in mir steckt, blickt Jana Wosnitzer der 17. Staffel. Das genaue Startdatum bei RTL steht noch nicht fest. Jana Wosnitzer über die Bedeutung ihrer Tattoos. Und sollte es mit dem Gewinn beim Tanzcontest und der Nachfolge auf dem Tanzthron von Anna Ermakova klappen, findet sich bestimmt noch ein Platz für ein Sieger-Tattoo. Davon hat sie bereits eine ganze Menge, darunter sehr persönliche, wie das Partner-Tattoo mit ihrer Mutter, die an Krebs erkrankte. Die erinnern uns an die schwere Zeit, die wir gemeinsam durchgemacht haben. Die Tattoos erinnern Jana nach eigener Aussage aber auch immer wieder daran, nach vorne zu schauen und dass wir für jeden schönen Tag im Leben dankbar sein sollten. Mit dieser Einstellung kann es auf dem Tanzparkett nur Spaß machen.